so ein neues Nowhere rausgekommen. Meine Küchenwaage ist kaputt. Die errichten das Vegan Savage Bild. Was für Krise. Eure Lieblingsvloggerin ist wieder da. So Leute, ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt. Okay, das ist das Beste, was ich hier getrunken habe. Und das ist halt einfach real. Reich mir deine Hand. Nein, du bist nicht allein. Du hast Menschen, sie sind sichtbar. Sie sind Helden, sie sind Lichter. Helfen dir auf deiner Challenge. Alles möglich, mein, guck mich an. Ich bin Good morning, Vegan Savages. Zu einem weiteren Vlog. Lehnt euch zurück. Schnallt euch an. Everything is on point. Ich mache hier gerade mein Meal Prep. Ja, was schön ist, wenn euch mein Meal Plan interessiert und wie ich Meal Prepper, dann schaut unbedingt meinen englischen Vlog an, wo ich euch das alles zeige und warum dies, das. Oh, das ist so heiß. Alright. Hey, Jenny und Lena sind in Berlin. Und endlich kann ich mir No Way Pro abholen. And what will I train today? Achso, ich rede Deutsch. Mach keine Rest-Days mehr. Ich lieb's einfach, diese Routine. Und es gibt mir einfach so, sei es so, fake it till you make it. Aber was heißt fake it so? Du glaubst es, du bist es. Und ich lieb's einfach dieses Gefühl von, ey, ich bin ein Athlet. So. Und was macht ein Athlet so? Ich gehe einfach jeden Tag ins Gym. So, morgen, es gibt mir einfach Structure und das fühlt sich einfach geil an. Ich habe meinen Trainingsplan. Brust, Rücken, Schulter, Arme, Beine. Und meistens so drei, vier Tage on, einen Tag off. Also einen Tag Rest-Day. Aber am Rest-Day gehe ich trotzdem ins Gym und mach dann Conditioning oder Cardio so. Geh 5 Kilometer auf dem Laufband laufen oder geh ein bisschen und stretch mich oder hitte vielleicht einen Bodypart, der so, den ich so gestern habe ich auch nur so halbherzig trainiert, weil ich so durch war nach dem Beintraining. Es ist ja jetzt so eine halbe Stunde ins Gym, deswegen gucke ich einfach, wie ich mich im Gym fühle. So, ich fühle jetzt, am Morgen fühle ich schon immer rein und so, heute wäre jetzt wieder, gestern war Beintraining, also wäre jetzt wieder Brust, Rücken, eigentlich wäre ein Rest-Day. Brust und Rücken ist einfach richtig am Start. So, meine Regeneration ist so krass. Ich habe das Gefühl, seit ich High-Carb-Low-Fat mit noch mehr Früchten mache, regeneriere ich einfach so abartig gut. So viel so rein, Brust, Rücken ist einfach richtig, richtig ready. Deswegen entscheide ich dann im Gym entweder Brust, Rücken oder halt ein Conditioning. Der, dieses täglich ins Gym gehen, fühlen wie ein Athlet. So, das bin ich, das excite mich am meisten. Deswegen mache ich das. Und ich liebe es so. Das ist mein heißes Excitement, dem folge ich einfach. So schau dich an. Ah, ich liebe es so richtig genüsslich, meine Barley Brew auf dem Scooter zu trinken. So unter 10 Minuten, bevor ich beim Gym bin. Ach, mit den leeren Straßen. Überall sind die süßen Wauzis. Am Morgen sind die immer so verschlafen. Und ich liebe es immer so. Ich gebe dir immer so, hey, Peace, Bruder. Peace, Bruder. Peace. Habe ich einen Schaden? Ja. Kommt mein Bad? Ja. No sexual. Mit Lukas gemacht auf Insta, lest die Caption, Unterschied zwischen No Way und No Way Pro, aber auf kurz, No Way sättigt einfach viel mehr, weil es viel cremiger ist, viel mehr Mundgefühl und dementsprechend sättigt es mehr. Und No Way Pro ist eher für die Werte, weil jetzt als Post-Workout-Shake oder so, wenn man danach was essen will, nicht so voll sein will. Ich gönne mir hier nach dem Gym immer noch einen Smoothie. So Smoothie-Stände gibt es wirklich überall. So im Gym ist immer ein bisschen teurer, das kostet jetzt 80 Baht, aber es sind 2 Euro. Einfach Banane, Mango und Passion Fruit. So eine geile Mischung. Und ich mag die einfach hier zu trinken, weil ich bin schon hier und hier ist einfach auch eine nice Atmo. Deswegen hier immer noch auf entspannt, runterkommen, schön einen reinsaugen, kein Tornado zünden damit, denn das wird Enjoy. Alter, hört ihr, wie abartig, ey, wenn es regnet, dann regnet es richtig. Jetzt hier erstmal chillen und Jackfruit genießen. Und die ist schön weiß, geil. Englischen Vlog schon gezeigt, aber wie vibe ist bitte eine Tankstelle? So, eigentlich will man bei Tankstellen immer schnell weg, aber die hier hat einfach so einen entspannten Killer-Vibe. Lässt man sich gern Zeit. Meine Küchenwaage ist kaputt gegangen. Irgendjemand hat, glaube ich, was Schweres draufgelegt oder sie ist runtergefallen oder so. Und hier auf dieser Insel gibt es auch so Läden. Guck mal, das ist mein Reiskocher, nur ein viel größer. Oh ja, this one is nice. Thank you. Schaut mal, ist sogar deutsch. Deswegen ist die so teuer. Die Deutschen, aber ja. Was ist das? Das sind so, ey, die kostet 30 Euro. Mega. Diese kleine, die auch deutsch ist, die kostet einfach noch mehr. Und die sieht ja richtig nach Schmutz aus. Deswegen nehmen wir lieber hier den neutralen Schmutz. I take this one. Warum eine Küchenwaage? Weil ich mache ja gerade mein Meal Plan und da wiege ich halt voll viel ab. Und da ist eine Küchenwaage halt
ein Muss und es excited mich, deswegen Vegan Savages. Merkt der auch noch, ich meine jetzt 30 Euro ist okay. Wir sind hier auf einer Insel. Voll süß, jetzt fügt wieder eine neue Batterie rein. Mal so eine ganze andere Bauhauserfahrung, weil ihr kennt sie vielleicht so in Deutschland, so in Berlin. In den Bauhäusern habe ich jetzt nicht so die besten Erfahrungen von der Freundlichkeit her. Hurensohn, piss dich! Achtung, Achtung, das ist ein freundlicher Reminder. Take care of your skin, protect your skin. Oh, oder wollt ihr halten? Wenn ihr älter seid, wrinkly, shit, karzinogene, lässer, shit, wow, ich glaube, das ist einfach der schönste Tempel, den ich je gesehen habe. Dieser Vibe, Mann, es kommt so null auf der Kamera rüber. Walla, bila, 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 walla, ala, ala, shabada, haraya. Kennt ihr das, wenn Leute antworten, aber dann auf einmal nicht mehr? So, dann habe ich immer so das Meme in meinem Kopf, so sie schreiben was und dann schmeißen sie so das Handy einfach so aus dem Fenster oder ins Wasser. Auf jeden Fall bin ich hier und sie schreiben aber nicht mehr. Deswegen gönne ich mir aber jetzt ein paar Bananen. Auch entspannt. Okay, die sind nicht so geil, weil die sind halt noch nicht so reif. Dann schmecken sie halt so stärkehaltig, weil die Stärke verwandelt sich erst in Zucker um, wenn die reifen. Dann schmecken die viel geiler, wenn die reifer sind. So kann man auch nicht so viel essen, da ist man schon so voll, als wenn die richtig reif und zuckrig sind. Also hier ist der Pool. Direkt am Meer. So lässt sich doch leben. Deren Beach ist auch ziemlich, ziemlich nice, aber ich habe noch keinen Beach gesehen, der irgendwie mega dreckig und eklig ist oder so. Jeder echt jock, jock, jock. Chocolate. Alter, so funny, dass du hier bist, oder? Oh, das war ja richtig krisenhaft. Was war Krise? Wir haben keinen Strom und kein Netz und so. Wieso? Zieht bei uns ein, nehmt eure Koffer, let's go. Den nehmen wir gleich mit. Nuni. Ach, Vegan Savages. Der Deckel, der hat es nicht überlebt, dementsprechend ist auch gut Protein flöten gegangen, oder? Und, ist es approved? Ja, mega nice. Gut, das zu transportieren mit einer anderen Wallerkrise, aber oh, es ist da. Und zweimal Vegan Protect in beiden Flavors. EAAs, Alter, geil. Danke, danke, ja, danke. Ich habe noch Sachen, die brauche ich gar nicht. Also Strong zum Beispiel. Gebe ich dem Berlin. Ah, okay, weil was ist das? Das sind Pink Essentials. Ich habe die halt da rausgemacht, weil die Packung ist kleiner als die EAAs. Und dann konnte ich die in die reinstecken. Und konnte doppelt transportieren. That's what she said. Also, Vegan Savages schmeckt ja online. Das hier ist dein Messer. Und damit geht es einfach auch so. Damit schneide ich hier einfach die Wassermelone. No problemo. Jede, die ich bisher hatte, 10 von 10. Digga, was haben wir hier für einen Massaker gestellt? Hallo. Alter. Hä, was habt ihr da? Oh mein Gott, da ist Spiderway. Ey, Alter, Tilly, du bist, also, als Kompliment, so, weißt du? Reich geworden. Ja, aber so, also richtig gut siehst du aus, weißt du? Also richtig so, Digga, bist du hier der CrossFit-Head-Coach? Nee. Einfach breit, weil nicht excited, so zu trainieren. Früchte einfach so, da wird man, da isst man wie Kinder, oder? Alter, wer macht das sauber, Mann? Aber ja, es ist halt so geil. Aber der sieht schmächtig, schlecht, nee, nicht schmächtig, das ist das falsche Wort. Der sieht gut aus, Leute. Seht ihr, wie das hier trippt, Mann? Richtig dirty. Lena ist leider komplett lost. Einmal meint sie, von der Papaya ist das leckerste die Kerne. Bullshit. What the fuck? Und dann meinte sie so... Nicht das leckerste, aber die sind schon ganz geil. Stop walking line. Und dann meint sie so, ja, das Weiße schmeckt auch ganz gut so. Aber ey, richtig geil, wie viel du davon isst. Das Weiße schmeckt auch ganz gut. Der ist auch Mein Körper schreit gerade immer nach dem gesündesten, deshalb auch die Kerne. So, ich mach darauf jetzt mal einen Backflip, oder? Er ist bei uns gar nicht, ich hab mir das anders vorgestellt. Ja. Ich mach hier lieber den Touristen. Ja, den Touristen. Hey, Mami! Aufs Bein, wow. Jeder Heim, ob's so gut aussieht. I doubt it! Eure Lieblingsvloggerin ist wieder da. Spaß. Aber die beiden haben hier gerade einen deepen Talk über Oberflächlichkeit und wie Aussehen beeinflusst, ob wir jemanden glauben oder nicht. Vor allem jetzt in der Bodybuilding-Welt, sag ich mal. Schreibt in die Kommentare. Oh, ein Kuchen. Ja. Also ich bin der Meinung, gut aussehen ist gut, gut sein ist noch besser. Schaut mal, also dieses Café ist echt vom Vibe her ziemlich vibey. So Leute, ich halte es nicht mehr aus, ich muss jetzt No Way Pro probieren. Scoops. Ein bisschen mehr Wasser, damit Lukas auch ausrastet, weil Lukas trinkt keine Protein-Shakes mit Wasser, nur mit Pflanzenmilch. Und das ist ganz schlimmer Schmutz, aber... Ja, ist das geil. Die hat Lukas schon No Way Pro probiert? Nee. Ja gut, dann Alter. Ist halt eh der Game Changer, damit kannst du... Schon längst gelöst, trinken. Die Löslichkeit. Ich denke, so, alle haben schon probiert, außer ich. Junge, ich habe eine Chili gegessen. Ich schieb mir eine Chili in der Also schmeckt einfach wie so in Amerika diese Schokomilch. Ja, so ein Milchshake. Wenn du ein bisschen weniger Wasser machst, wird es halt noch ein bisschen geiler. Wenn so Whey schmeckt, dann ist Whey echt geil und ich verstehe, wieso ihr Whey trinkt. Aber ihr müsst es nicht mehr, denn jetzt ist neutralen Schmutz. Es nennt sich No Whey, Bro. Es ist der Shit, er schmeckt richtig geil.
Und es hat so krasse Werte. 3 Gramm Leucin pro Portion, 80 Gramm Protein auf 100 Gramm, 11 Gramm EAAs auf eine Portion. Mach mal die Klimaanlage an, ich fange schon wieder an zu schwitzen. Über meinen Link Team Rocket suchst du so einen Top. Ich mach's halt voll smart. Ich habe meistens 100 Euro bestellt oder 50 Euro Bestellwert. Dann mache ich erste Bestellung mit deinem Link, dann nochmal Bestellung mit ihrem Link. Leute, das ist Support. Rocker-Mitarbeiter hassen diesen Trick. Ist Support. Ich hab's aber nicht gecheckt. Kann es sein, dass du dumm bist? Ey, ihr seid aber so die besten Bubble Mint, Mann. Und wie könnt ihr sagen, es ist Schmutz? Aber ich hab dir nur eine Packung mitgebracht. Ey, reicht. Nicht. Schande. Zurück nach Deutschland. Sorry, not sorry. Aber du fandest auch nicht gut, oder was? Ich finde die nicht die geilsten, weil die halten halt nicht so lange. Ich mag die roten Airwaves und die lila Airwaves am liebsten. Und Leute, für Kinder ist eh immer das Beste. Ich kaufe auch voll gern Kinderzahnpasta, weil die schmeckt halt so. Wo ist mein Stoff jetzt hin? Digga, schnell! Nein. Jetzt ab nach Hause, die Rockersatz. Einfach perfekt. Ey, jetzt hoffentlich nicht von der Polizei angehalten werden, weil teilweise, ich hab's euch gesehen, sind die Rockersatz in so einem Beutel und dann sind die so, Digga, weil die gucken halt nach Drogen. Aber ja, Synchronicity, everything is vibrations. What I put out is what I get back. I don't frequent that way, so I won't attract it. You know what I'm saying? Und wenn gibt's einfach Verfolgungsjagd, Nummer dos. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, englischer Podcast, ihr müsste schon draußen sein. Das war eine der krass. Ey, wirklich, hört euch den englischen Podcast an. Ich wurde 3 Sterne GTA Verfolgungsjagd hier eben auf der Insel. Es war verrückt. Warum das alles so? Hört den Podcast. Wenn ihr Englisch könnt, wenn nicht, lernt Englisch. Und dann gönnt ihr euch. Der gönnt sich so richtig. Ich weiß nicht, wie den, der da, da hinten, der gönnt sich auch so richtig. Und ja, die Maske ist psychedelic, aber ja, der Müll, ich zeige euch immer beide Seiten. Sowas gibt es hier halt auch, weil wohin, die haben halt keine gute Infrastruktur, keine gute Müllversorgung. Ich höre wieder kein Ohr, dass ich rede, Noise Cancelling und Bashar im Ohr. Digga, ich hoffe, es macht irgendeinen Sinn, was ihr sagt. Hat die Rockersubs und bringt sie in die Burg. Ja, ich glaube, ich werde von diesem Weg nie sick. Der ist einfach so, so schön. Und ich glaube, ich sehe da schon Alien. Bashar sagt auch immer Katzen. Sind solche Aliens, die sehen einfach so viel mehr, als wir sehen, was da ist, was wir nicht wahrnehmen. Oh, Baby! Aber jetzt nicht in Alien verwandeln, die Vegan Savages sind noch nicht ready. Oh, okay, sie hat sich gerade verwandelt. Es ist ein Reptilolelo. Der Boss ist wieder da. Jetzt zeig nochmal, wie du deine Frise fixst. Ja, genau so. Alter, die sieht so on point aus. Deswegen würdest du mal ohne Helm fahren, dann flattern dir die Haare so zurück. Habe ich gestern gemacht, weil ich gemerkt habe, dass der Helm irgendwie gar nichts bringt. Ich habe dich auch gesehen ohne Helm. Du warst da so... Es war so crazy. Sag's nicht meiner Mama. Der Test? Geht los. Und diesmal kein Schmutz, sondern mit Sojamilch. Also, diesmal ist es beste Qualität. Ein fairer Test für Lukas, der ja nichts anderes gewöhnt ist. Wir haben die beiden Sorten am Start. Das ist Schoko, das ist Vanille. Ich spekuliere, dass ich Schoko geiler finde. Aber wir werden sehen. Ich kann beim ersten Taste immer nichts sagen darüber. Alter, das schmeckt einfach wie eine Schokomilch, die ich in Amerika immer getrunken habe. So, aber halt die mit Dairy. Oh ja, das ist sehr nice. Wahnsinn, ich finde Vanille auch geiler. Nee, ich finde Schoko viel geiler. Also alle, die Vanille mögen, so... Germknödel, ja, das ist es, Leute. Also ich feiere Schoko. Das ist es. Viel mehr. Viel mehr. Schoko ist es. Aber wie löslich, oder? So, die haben nicht übertrieben. Die Löslichkeit ist krass, ja. Aber ich hätte mir weniger Flüssigkeit nehmen sollen. Ich merke, das ist nicht genug. Also ich muss es intensiver haben. Das ist nicht süß genug für mich. Hast du schon mal Whey getrunken? Ja. Und schmeckt es so? Ich habe nie Whey als... Ich muss es jetzt nochmal mit weniger Flüssigkeit probieren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es schmeckt einfach wie Germknödel. Und das ist kein Front, sondern ist ein Kompliment. So, jetzt sag mir, als ob es nicht wie Germknödel schmeckt, oder? Das ist richtig geil, oder? Ja. Und da ist gar nicht viel Protein-Powder drin. Okay, das ist das Beste, was ich hier getrunken habe. Was hast du gesagt? Das Beste, was ich hier getrunken habe. Leute, kauft! Kauft schnell! Kauft! Kauft, nur wenn es euch jetzt sein. Jetzt muss Robert auch probieren. Boah. Robert, du weißt, wir haben dir davor viel Geld gegeben, so. Sag jetzt besser nichts Falsches. Nicht mehr. Kann man machen. Leute, kauft jetzt über meinen Link. Kriegt einen Rice-Kocher umsonst dazu. Kriegt Philipp umsonst dazu. Danke. Ich habe so viel Protein getrunken. Wir hatten gerade so einen krassen Deep Talk unten, bestimmt für 2 Stunden. Schämen wir vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall habe ich die Fruits reingeballert, habe ich euch, glaube ich, gar nicht gezeigt. Habe eine richtig fette Bowl mit Fruits gemacht und jetzt diese Overday Protein Oats. Leben mir! Richtig nice am Hustlen. Und ich habe gerade gesehen, ich hatte mit Philipp ein richtig geiles Adventure. An dem Tag habe ich nicht gevloggt. Er hat mir einfach hier so die Neighborhood gezeigt und da war einfach, auf einmal waren wir in Neverland, da war Peter Pan und wo die alle wohnen und das rollen wir jetzt.
Also ich gebe euch ja immer die Real-Erfahrung. Nicht so, oh, es ist so paradiesisch hier, sondern das Schöne und das Hässliche. Und das ist halt einfach real. So, wir gehen hier gerade einen Loop. Hört den Podcast mit Lukas an für den Psychedelic Loop. Aber das hier ist der Real-Life-Loop. Sprich, einmal so rum, weil wir wollen zum Beach. Und Philipp will mir zeigen, wie man da wieder zurückkommt. Auf dem Weg, Bro, was ist das hier? Ich weiß nicht, das ist der Müll, glaube ich, vom Restaurant. Aber ich habe hier gestern eine Müllabfuhr einfach gesehen. Das Ding ist halt, ich frage mich, wo die es halt hinbringen. Wahrscheinlich haben wir uns mehr. Aber ja, da seht ihr, wie Alligator rappt. So, lass liegen. Hier ist die Mikrowelle, die ihr meint. Aber hier ist wieder schön. Auch wieder hier diese Treppe. Einfach die Vibe, die hier so Alien-Zeichen hier reinformen. So, Vibe. Und ja, da hinten ist unsere Villa. Und hier kann man hier oben einmal gehen zum Meer. Und dann unten wieder zurück. Und dann nehmen wir euch jetzt mal ein bisschen mit. Mal schauen, was passiert. Hoffentlich sehen wir einen Tiger, der so, ja, mindestens eine Tonne wiegt. Nein. Und es ist hier so schön, das sind hier lauter so Häuser. Es war hier mal so eine Community, jetzt ist es relativ verlassen. Hier ist nichts verlassen. Aber da drüben. Auf der anderen Seite. Und vielleicht kann ich es euch schon an der anderen Seite mal von außen zeigen, weil es sieht aus wie bei Peter Pan. So richtig Mix-Match, die ganzen Häuser. Ja, halt einfach so, was ist es? Einfach so fresh. Oh, ich muss die Kamera switchen. Hier oben einfach Mix-Match-mäßig ein Restaurant, wo Philipp gestern einfach mit Juli essen war. Wie war es? Veganfreundlich? Eigentlich egal, ob das Restaurant veganfreundlich ist oder nicht. Hier ist überall veganfreundlich, habe ich das Gefühl. Und da haben wir gleich auf privater Beach. Genau, ich will mit dir noch einmal drüber. Da ist noch, noch mehr Cardio. Cardio, oder was? Ey, egal welcher Beach, alles so traumhaft, oder? Ja. So egal, wo man hinguckt. Philipp meinte gestern hier so oben ohne Essen. Es ist dunkel, die Sterne angucken. Einfach beste Leben. Alter, wie schön es einfach aussieht. So hier so Peter Pan, da wohnt der Peter, da wohnt der Pan. Schaut euch das an. Das ist ja so schön. So wie ein Savages. Jeder macht sich hier so eine Crippo und dann wohnen wir hier so zusammen Mixmash-mäßig. Und wenn man hier dazukommen will, dann baut man sich einfach dazu, wo halt noch Platz ist. Immer in der Natur, im Einklang. So lässt sich's doch leben. Bro, wie gut du dich hier schon auskennst. Du bist ein kleiner Schmanki. Philipp meint, hier ist ein Schweinchen. Sehe hier aber nur Doggies und Affen. Weil wir hatten heute noch kein Bacon. Wo ist unser Bacon? Alter, was ist das hier bitte für ein Vibe, oder? Ist das real oder ist das fake? Am I asleep or am I awake? What is the difference? Die Frage, Bro. Ist der Scheiß hier TÜV geprüft? Natürlich TÜV geprüft. Da muss ich mir gar keine Sorgen hier machen. Alles TÜV geprüft. Ich glaube, hier soll man nicht durch. Schauen wir mal, wie die Leute von damals hier gewohnt haben. Ja. Oh. Ich glaub, oh mein Gott, ich glaube, da wohnt jemand. Ja, sorry. Dürfen wir kurz hier so eine Tour haben? Ja, kommst nein. Weißt du noch den Zauberspruch für Licht? Okay. Es werde Licht, seine Bitch. Mach doch einfach mal, was ich sag, du kleiner Wicht. Alter, sieht hier vibe aus. Ja. Und irgendein Gecko ist hier in meinem Arsch, was hier mal durch das Klo durchkommt. Digga, Hauptsache, das Wasser geht noch. Alter. Fuck diese Bude, ich zieh um. Ich geh ins. Jetzt auch. Was ist da los? Du kannst auch da rausgehen, das ist dir auch bewusst. Ne? In deinem Private Pool, bitte? Schau dir das mal an. Deswegen haben die Leute hier gewohnt. Schau, da sind Delfine. Immer wenn ich filme, dann spinnst du. Auf die Gefahr, dass keiner mehr nach Thailand kommt, zeige ich euch nach wie vor die hässlichen Seiten. Oh. Da war es gerade paradiesisch, aber hier, ich glaube, angeschwemmt, oder? Also wenn du Styropor brauchst, besser. Ja, Mami, für die Malschule. Ja. Das ist nochmal hier genau richtig. Aber ich glaube, weil das hier angespült wird. So paradiesisch, aber halt auch so. Aber kommt das aus Thailand? Keine Ahnung, halt aus dem Meer, deswegen Reduced Plastic. Irgendwie 70% oder mehr vom Plastik im Ozean ist Fischernetze. Deswegen das Beste wirklich für alles, Umwelt, Tiere. Go vegan, my friend. Go vegan. Go vegan. Aber immer beim Plastik schauen, was man vielleicht benutzen könnte. Ja, das ist genau meine Schuhgröße. Was hast du da? Ja, hier sieht's auch was aus. Boah. Also hier. Hier wurden Harddrogen konsumiert. Erkennst du hier, was hier konsumiert wurde? Ja, hier war jeder da was. Ja, ich kenne mich halt nicht aus. Ich kenne nur Magic Mushrooms. Alter, das Klo. Ey, ein Vibe. Boah. Das Haus ist bestimmt auch TÜV geprüft. Das Schwein, paar Tage später. Ich hab's gefunden. Schaut mal, das hat sich da ganz gemütlich gemacht. Und das... Ja. Weiß nicht, was bei dem so geht. Ich glaube gerade nicht viel. Was geht so, Digga? Rudi, was geht bei dir? Dein Ohr hat, glaube ich, schon mal einen besseren Tag erwischt, oder? Hast du heute ein Bad, Oh, dadurch hat der Vlog auch eine gute Länge. Ich denke jetzt noch ums Meer. Dann esse ich mein Meal, was ich gepreppt habe, mein Dinner. Und hast du hier einfach noch chill. Ich habe so lange jetzt hier keinen Film mehr oder so geguckt. Einfach immer nur so YouTube und gestern so, warum Lord of the Rings so einfach die geilsten Filme sind. Ich habe so Bock,
wieder Filme, einfach Filme zu gucken. Oder den ersten Matrix. Vielleicht fange ich heute noch einen Film an. Einfach auf entspannt. Flow State nach Excitement. So mache ich sie immer. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal. Au.